Der Deutschlandachter auf dem Weg nach London. Begleitet uns auf dem Weg nach London. Was den Zuschauer erwartet, wissen wir noch nicht. Nehmen wir ein bisschen anders, ein bisschen stylisch die gesamte Geschichte machen. Und heute ist halt der erste Tag dafür. Heute machen wir eins von unseren Olympioniken-Porträts mit dem Erik vom Ruderachter. Wir haben uns überlegt, dass wir das ein bisschen anders machen, als Sportlerporträts normalerweise sind, wo man die beim Training, auf dem Wasser oder sonst irgendwie im Kraftraum sieht. Und nehmen die und packen die in eine Situation, die halt irgendwie erstmal mit Sport gar nichts zu tun hat. Wir sind hier in der DASA in Dortmund auf schon teilweise fertige Locations gestoßen, die uns halt irgendwie ganz gut gefallen haben. Es hat so ein bisschen futuristischen Touch und es soll halt tatsächlich gar nichts wirklich mit Sport zu tun haben. Wir haben aber trotzdem den Erik gebeten, vom Ruderachter sein Ergometer mitzubringen, damit sich's halt irgendwie ein bisschen erklärt, was er macht. Sehr interessante Lichteinfälle hier einfach in dem Tunnel. Dadurch, dass sie die verschiedenen Schichten sind, kommt natürlich alles so ein bisschen besonders hervorgehoben oder ist alles besonders hervorgehoben. Und es sind einfach beeindruckende Bilder, die eigentlich so vorher ich noch nicht gesehen habe. Im Prinzip ist eigentlich nur eine Idee gewesen, den Versuchsunternehmen halt ein Olympiaporträt zu machen, was halt einfach nicht als ganz normales Olympiaporträt läuft, sondern halt einfach ganz anders aussieht. Tunnel, man hat schon von Anfang an, ist man in einer Art Tunnel. Im Achter muss man sich auf seine ganze Mannschaft konzentrieren. Man blendet alles, was so neben einem ist, aus, sei es Publikum oder Gegner. Man will da sein Rennen für sich fahren. Man powert sich komplett aus in einem Rennen und zum Ende schwinden natürlich die Kräfte und man merkt dann einfach schon, wie man schon wirklich kurz vorm Ende ist. Und da kommt so ein Tunnel einfach zustande. Man merkt schon, dass Olympia jetzt immer näher kommt. Es ist nicht mehr lang. Also wir sind gespannt. Der Deutschlandachter auf dem Weg nach London. Begleitet uns auf dem Weg nach London.